In the name of the Father, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Dear family, our Liebe Familie, unsere heutige Meditation hat ihre Grundlage in der dogmatischen Lehre des Konzils von Trient. Die unveränderte und unveränderliche Wahrheit der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Eine Wahrheit, die kein Priester, kein Bischof, kein Kardinal und kein Papst ändern kann. Sie können nichts an der Wahrheit ändern, dass wenn man sich in Todsünde befindet, dann erst vor dem Empfang der heiligen Eucharistie, des Leibes, des Blutes, der Seele und der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus zuerst zur sakramentalen Beichte gehen muss. Punkt. Ich zitiere ausdrücklich die 13. Sitzung Kanon 11. Wenn jemand sagt, der Glaube allein sei eine ausreichende Vorbereitung für den Empfang des Sakraments der heiligsten Eucharistie, so sei er anathema. Mit anderen Worten, er sei verflucht. Er sei verdammt. Ich denke mir dies nicht aus. Trient fährt fort. Damit ein so großes Sakrament nicht unwürdig empfangen werde und daher zum Tod und zur Verdammnis führe, ordnet dieses heilige Konzil an und verkündet, dass die sakramentale Beichte, wenn ein Beichtvater zur Verfügung steht, notwendigerweise vorher von denjenigen abgelegt werden muss, deren Gewissen mit Todsünden belastet ist, ganz egal, wie zerknirscht sie sich auch fühlen mögen. Es spielt keine Rolle, wie reuevoll man sich fühlt. Die dogmatische Lehre der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche ist, dass sie trotzdem noch zur Beichte gehen müssen, bevor sie die heilige Eucharistie empfangen. Andernfalls kommunizieren sie unwürdig und daher, Zitat, in den Tod und die Verdammnis. Und weiter, Trient fährt vor. Und nun hört gut zu. Hört sehr gut zu, liebe Familie, als ob ihr ewiges Seelenheil davon abhinge, denn das tut es. Trient fährt fort. Außerdem, wenn aber jemand sich anmaßt, das Gegenteil zu lehren, zu predigen oder hartnäckig zu behaupten oder in öffentlichen Disputationen zu verteidigen, soll er, eo ipso, durch die Sache an und für sich exkommuniziert sein. Für das Protokoll, liebe Familie, machen Sie sich dies klar. Als das dogmatische Konzil von Trient sagte, dass jeder, der sich anmaßt, etwas zu lehren oder zu predigen, was dieser Wahrheit widerspricht, automatisch exkommuniziert sei. Und liebe Familie, dieses Jedermann beinhaltet jeden Priester, jeden Bischof, jeden Kardinal und jeden Papst. Mit dieser Wahrheit also klar und deutlich in Ihrem Kopf. Ich weiß nicht, wie es noch klarer sein könnte. Denken wir an die alte Fabel des Kaisers neue Kleider, wo jeder, auch der Kaiser, schuldig war, aus Ignoranz, Feigheit und oder aus Angst, die Wahrheit nicht zu sagen. Und sie erlaubten sich, in einem absurden Gruppendenken so zu tun, als ob der Kaiser tatsächlich Kleider trug, bis schließlich die Dummheit ihrer Handlungen und die Feigheit ihrer Taten aufgedeckt wurden durch die Worte eines Kindes, das sich schließlich zu Wort meldete und die Wahrheit sagte. Nun, er trägt überhaupt keine Kleidung. Heute, am heutigen Tag, haben wir eine Aktualisierung dieser alten Lehrfabel. Und sie heißt Bergoglios neue Kleider und wie die Stimme der Wahrheit die Wahrheit enthüllt, dass Jorge Bergoglio kein Papst ist. Hören und verstehen Sie, liebe Familie, die einfachen Fakten, die für einen eindeutigen und geschlossenen Fall gegen Jorge Bergoglio sorgen. Nicht nur für Jorge Bergoglio, sondern für alle seinen mitschuldigen Kumpanen in der Hierarchie. Es gibt einen einfachen Weg, dies zu verstehen. Lassen Sie uns zunächst eine einfache Frage stellen. Kann der Dalai Lama ein Papst sein? Antwort: Nein. Denn er ist nicht katholisch.
können die Nachfolger Martin Luthers oder andere Führer von etwa, je nachdem wer mitzählt, 47.000 verschiedenen Konfessionen, schismatischen Gruppen, können diese ein Papst sein? Nein, sie sind nicht katholisch. Kann irgendein Imam oder Rabbiner ein Papst sein? Nein, 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 denn sie sind nicht katholisch. Kann Jorge Bergoglio ein Papst sein? Nein, denn er ist nicht katholisch. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Er ist ein Betrüger, ein Imitator, wie jeder einzelne der Schlangenbrut. Seine Kumpanen wie Kardinal Blaise Kupich, Kardinal McElroy, Nighty Night Baby, Kardinal Tobin und James Martin, den alle unterstützen. Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Sie müssen sich nicht auf mein Wort verlassen. Aber wir alle müssen uns auf das Wort Jesu verlassen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 20 lehrt uns Jesus, unser Herr, sich vor falschen Propheten in Acht zu nehmen. Sie kommen zu euch im Schafspelz, aber in ihrem Inneren sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Beachten Sie, dass Jesus zu den Gläubigen sprach, unmittelbar nachdem er über die enge Pforte zum Himmel gesprochen hatte. Zitat: Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit. Er spricht von der Hölle. Und er, Jesus, sagt, es sind viele, die dadurch in die Hölle eintreten. Dann sagt er, wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Er spricht jetzt vom Himmel. Und er sagt, und die, die es finden, sind wenige. Wenn wir heute nichts anderes verstanden haben, liebe Familie, erkennen Sie, wie die Schlangenbrut, die die Kontrolle und den Vorsitz innehat, über die Zerstörung des Glaubens unter den Katholiken und das schon vor dem Covid-Albtraum. Bischof Callahan sagt mir direkt ins Gesicht, in seinem Büro, dass 80% der Katholiken Recht und Unrecht nicht unterscheiden können, weil wir die Bischöfe es in den letzten 50 Jahren versäumt haben, sie zu unterrichten. Und schon vor dem Covid-Albtraum, als die Bischöfe uns verrieten und uns im Stich ließen und uns aus der Kirche ausschlossen, obwohl Walmart, Planned Parenthood und die Spiritosengeschäfte geöffnet waren, schon vorher glaubten etwa 80% der Katholiken nicht an die Realpräsenz. Mit anderen Worten, wenden Sie auf die Schlangenbrut genau das an, was Jesus gelehrt hat. Hütet euch vor den falschen Propheten, dem Schafspelz zu euch, aber innerlich sind sie fürchterliche Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. 80% der Katholiken glauben nicht mehr. Dies ist die Frucht. Nun, es überrascht nicht, dass die Worte Jesu von den heiligen Aposteln Petrus und Paulus widerhallen. Im 2. Petrusbrief schrieb der heilige Petrus, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, so wird es auch falsche Lehrer unter euch geben. Sie werden heimlich zerstörerische Irrlehren einführen, die sogar den souveränen Herrn leugnen, der sie freigekauft hat, und so selbst schnelles Verderben über sich bringen. Viele werden folgen. Viele werden ihren verdorbenen Handlungen folgen. Und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf kommen. Im 2. Timotheusbrief schreibt der heilige Paulus, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern den eigenen Wünschen und der unstillbaren Neugierde folgend, sich falsche Lehrer suchen und aufhören werden, auf die Wahrheit zu hören. Also unser Herr Jesus, der heilige Petrus und Paulus, alle warnen uns, sich vor den falschen Hirten, den falschen Propheten, den Vipern in Acht zu nehmen. Und wir können sie genau an den schlechten Früchten erkennen, die sie hervorbringen. Hören Sie gut zu, liebe Familie. Eine letzte kleine Anmerkung, bevor wir zum Kern der Sache kommen. Nutzen wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat, und erkennen, dass Satan nicht durch die Vordertür hereinplatzt, in Flammen aufgeht und alles in Sichtweite verbrennt. Nein, so arbeitet er nicht. Satan wird sich selbst in die Hierarchie infiltrieren und einschleusen.
So wie es Jesus, Petrus und Paulus gesagt haben. Sie werden die gleiche heimtückische und verführerische Sprache Satans, genau wie er es im Paradies getan hat. Oh, du wirst sicher nicht sterben. Wir haben Tausende und Abertausende von Jahren von Sünde, Chaos und Tod, um zu beweisen, dass Satan der Vater der Lüge ist. Wir wissen, dass er, Satan, der Herrscher der Welt, noch nicht vertrieben ist. Wir wissen, dass er lebendig und wirksam in der heimtückischen und verführerischen Sprache der Hierarchie ist, bis ganz nach oben, die heute zueinander sagen, was Kaiphas und seine Kumpanen damals sagten. Es ist besser, die Priester, die die Wahrheit sagen, zu entfernen, als Kummer und Verärgerung zu riskieren, von den Regierungen oder unsere Position in der Hierarchie zu riskieren. Zurück zu dem, was wir tun sollen, wenn wir die falschen Propheten an ihren Früchten erkennen, die falschen Lehrer, die heimlich zerstörerische Irrlehren einführen, die solche Dinge sagen oder zumindest direkt ableiten, solche Dinge wie, dass die heilige Eucharistie von jedem empfangen werden kann, Katholiken und Nicht-Katholiken, auch wenn sie sich nicht im Zustand der Gnade befinden, weil sie im Mutterleib ein Baby getötet haben oder Empfängnisverhütung oder Lebensgemeinschaften oder Geschiedene und Wiederverheiratete außerhalb der Kirche oder gleichgeschlechtliches Irgendetwas oder sonst ein Zustand der Todsünde. Wir müssen eigentlich gar nichts tun über sie, diese falschen Hirten, denn das dogmatische Konzil von Trient hat uns überliefert, dass sie sich bereits automatisch exkommuniziert haben. Liebe Familie, es ist nun an der Zeit, Jorge Bergoglios neue Kleider zusammenzufassen. Daraus können wir schließen, wie wir sollten, dass er nicht der Papst ist. Von dem Moment an, als Jorge Bergoglio zum ersten Mal auf den Balkon hinaustrat, mit seiner St. Gallen-Mafia bestem Freund Kardinal Daniels, von dem Bergoglio wusste, dass er versucht hatte, einen anderen seiner Brüderbischöfe zu decken, der nicht nur einen, sondern zwei Neffe des Bischofs missbraucht hatte. Von dem Moment an, da Bergoglio seinen besten Freund rehabilitierte, den jungen Vergewaltiger Theodore McCarrick, hinführend zum Summer of Shame von 2018, als die katholische Kirche zum Gespött der Welt wurde. Und Katholiken verließen die Kirche in Scharen aufgrund der fortgesetzten Vertuschung, selbst von Kardinälen, die Jungen vergewaltigt haben. Von dem Moment an, als Bergoglio den jungen Vergewaltiger, McCarricks Mitbewohner Kardinal Farrell, zum Leiter des Vatikanischen Dikasteriums für das Familienleben ernannte. Sie erinnern sich an Kardinal Farrell, David Sergeant Schultz aus Hogan's Heroes sagte, nur, oh, ich habe nichts gesehen, ich weiß nichts. Von dem Moment an, der Bergoglio Farrell gewährte, Erzbischof Paglia zum Leiter des JP2-Instituts zu ernennen. Paglia, der von einem berüchtigten homosexuellen, erotischen Maler die gesamte Rückwand seiner Kathedrale bemalen ließ, die einen halb entblößten Jesus und seinen eigenen nackten Rücken zeigt, der von einem nackten Mann mit heraushängendem Hintern gerieben wird. Das ist das Wandgemälde der Kathedrale. Überzeugen Sie sich selbst von der Wahrheit, die ich sage. Der Künstler wurde später mit den Worten zitiert, dass Paglia, der von Farrell ernannt wurde, McCarrick's Roomie, wurde der Künstler später mit den Worten zitiert, dass Paglia das Malen dieses Wandgemäldes täglich überwachte. Das Einzige, was er nicht auf die Rückwand der Kathedrale malen durfte, waren kopulierende Menschen. Von dem Moment an, in dem derselbe Paglia dann alle guten Mitarbeiter des JP2-Instituts für Familienleben entlassen hatte und ankündigte, dass das JP2-Institut nicht mehr Humane Vitae lehren würde. Von dem Moment an, als Bergoglio seinen Bischof Buddies, die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin Pachamama, in die St. Peter-Basilika bringen ließ, und sie vor dem Altar abstellen ließ und dann eine Götzenanbetung im Garten abhielt. Von dem Moment an, als Bergoglio heimtückisch schlussfolgerte, dass Katholiken sich nicht wie Kaninchen vermehren sollten. Von dem Moment an, da Bergoglio sagte, dass die 10 Gebote nicht starr seien, auch wenn sie vom Finger des allmächtigen Gottes selbst in Stein gemeißelt wurden. Von dem Moment an, als Bergoglio seine Vatikan-Kumpelkardinäle sagen ließ, dass der chinesische Kommunismus das Modell der katholischen sozialen Gerechtigkeit ist und dass er ein Kommunist ist, weil er Jesus in den Evangelien als Sozialist liest, auch wenn die letzten 10 katholischen Päpste
darunter drei heilig gesprochene Heilige, den Kommunismus und Sozialismus universell verurteilten, sagten, wir könnten nicht einmal ein gemäßigter Sozialist sein und katholisch sein. Von dem Moment an, in dem Bergoglio eine Statue und ein Bild in sein Büro stellte von Jesus, der stirbt und in die Hölle hinabsteigt und Judas den Verräter vergibt. Obwohl Jesus sagte, es sei besser, er sei nie geboren worden. Von dem Moment an, als Bergoglio 5 Treffen mit bekennenden Atheisten hatte, die berichteten, dass Bergoglio sagte, dass die Menschen, die nicht bereuen und denen deshalb nicht vergeben werden kann, nach dem Tod einfach verschwinden, weil es die Hölle nicht gibt. Vielmehr gibt es das Verschwinden der sündigen Seelen. Ich schätze, sie lösen sich einfach in Puff nichts auf. Eine Aussage, dass Bergoglio unter der typisch bergoglianischen Modus operandi nie ausdrücklich geleugnet, noch durch die Lehre der Wahrheit korrigiert hat. Von dem Moment an, als Bergoglio das Abu Dhabi-Abkommen unterzeichnete, das die grundlegende und unvereinbare Unterscheidung zwischen der katholischen Kirche und allen anderen festlegt. Und wagte dann zu behaupten, dass Gott eine Vielzahl von Religionen gewollt hat. Auch wenn der gekreuzigte Jesus in Matthäus Kapitel 28 den Aposteln den Marschbefehl gab, die Welt zu der einen heiligen katholischen apostolischen Kirche zu bekehren. Von dem Moment an, als Bergoglio Klöster und Konvente angriff und das kontemplative Klausurleben, das in der katholischen Kirche schon auf den großen heiligen Antonius aus der Wüste zurückgeht, ca. 300 nach Christus, seit dem großen heiligen Benedikt, ca. 5. Jahrhundert, seit der großen heiligen Clara, ca. Anfang des 12. Jahrhunderts. Von dem Moment an, als Bergoglio die heilige Messe aller Zeiten angriff, die traditionelle lateinische Messe, und stattdessen die gottlose Anbetung förderte, die in der neuen Weltordnung zugelassen ist, wie ein Beachball auf den Altar zu legen und diese Luftpuppen herumfliegen zu lassen, ein Paar vor dem Altar einen Tango tanzen zu lassen und Menschen zu erlauben, wie in einem Tierpark mit Seifenblasen zu spielen, inmitten eines, was sein sollte, heiligen Gottesdienstes. Von dem Moment an, als Bergoglio entgegen jedem anderen amerikanischen Katholiken die Kardinalburg verteidigen, sagte, lass Biden und Pelosi Sakrileg begegnen, indem sie die heilige Kommunion empfangen. Wie im Fall von Kupich sollen Menschen, nicht Katholiken, wie der jüdische Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, und die lesbische, methodistische Bürgermeisterin von Chicago, Rechtsanwältin Lightfoot, Sakrileg begehen. Gelobte er und er saß genau dort. Von dem Moment an, als Bergoglio gerade einen großen Fototermin mit Bill Clinton und der Soros-Brut hatte. Erinnern Sie sich, dass Bill und Hillary Clinton sich weigerten aufzustehen und Mutter Teresa zu applaudieren. Die heilige Teresa von Kalkutta für ihren Einsatz für das ungeborene Leben. Alle anderen stehen dabei voll. Bill und Hillary saßen mit versteinerten Miene da. Aber er bekommt einen Fototermin. Mit Jorge Bergoglio, in der vergangenen Woche mit den Söhnen von Soros. Auch wenn Bergoglio keine Zeit für ein Treffen mit Kardinal Joseph Zen zu finden hat, der von der kommunistischen Regierung Chinas angegriffen wurde. Von dem Moment an, als Bergoglio und seine amerikanischen Kardinalkumpanen das teuflische Debakel an der südlichen Grenze förderten und begünstigten, wo 85.000 oder mehr Kinder verschwunden und mehrere diözesane katholische Wohltätigkeitsorganisationen wie die unter Kontrolle von Bergoglios neuesten besten Freund Santiago Kardinal McElroy ein Vermögen gemacht haben mit der Unterstützung von krimineller Einwanderung, was ein Staatsverbrechen ist. Auch wenn wir wissen, durch den glorreichen neuen Film Sound of Freedom mit dem großartigen Jim Caviezel in der Hauptrolle und seiner Darstellung von Tim Ballards Rettung von Sexhandel von Kindern, enthüllen, dass dieses Grenzdebakel die Ausgeburt der Hölle für den Sexhandel ist. Und katholische Wohltätigkeitsorganisationen unter diesen Bischöfen und diesen Kardinälen stecken tief drin. Von dem Moment an, als Bergoglio gerade den berüchtigten, blasphemischen Künstler in der Sixtinischen Kapelle empfing und dem Mann dort den Daumen gab, welcher ein Kruzifix von Christus in einen Becher mit Urin stellte, und das Bild mit Piss Christ betitelte. Er gibt ihm einen Daumen hoch. Von dem Moment an, als Bergoglio die Hand einer frommen älteren Frau wegschlug, die versuchte, den Papstring zu küssen, aber später einen Homosexuellen gekleidet in einem weißen Lendenschutz ganz öffentlich vor ihm niederknien und seinen Ring küssen. Von dem Moment an, als Bergoglio kürzlich einen absoluten Heretiker, Erzbischof Victor Fernandez, als Präfekt, oh, warten Sie ab,
als Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre ernannte, dessen frühere Irrtümer in der Lehre ihm ein Dossier mit roter Flagge in Rom einbrachten und dessen schlechte Bilanz bei der Bestrafung von Priestern, die des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurden, ihm eine rote Flagge in Rom einbrachte. Und sein 1995 erschienenes Buch mit dem Titel »Heile mich mit deinem Mund«, »Die Kunst des Küssens«, enthält erotische und erschreckende Passagen, was die große Lise Jor zu der Aussage veranlasste, dass diese Ernennung Fernandez die katastrophalste und die skrupelloseste Ernennung von Bergoglio während seiner 10-jährigen Amtszeit sein könnte. Und dass diese Ernennung die Opfer kirchlichen Missbrauchs um weitere 50 Jahre zurückwerfen wäre. Liebe Familie, das sind nur 20 der von dem Moment an Momenten zu zahlreich zu erwähnen, welche die unumstößliche Tatsache offenbaren und definieren, dass Jorge Bergoglio genau das ist, was Jesus, der heilige Petrus und der heilige Paulus identifizierten. Ein falscher Prophet, ein falscher Lehrer und jemand, der heimlich zerstörerische Irrlehren einführt. Jorge Bergoglio hat sich in mehr Wegen, als wir zählen können, aber insbesondere durch seinen Sakrileg gegen die heilige Eucharistie, automatisch aus der katholischen Kirche exkommuniziert. Wie immer gilt auch hier, dass sie sich nicht auf mein Wort verlassen sollte. Der heilige Kardinal Robert Bellarmine, Doktor der Kirche, schrieb, denn die Menschen sind nicht gebunden und können nicht in den Herzen lesen. Aber wenn sie sehen, dass jemand aufgrund seiner äußeren Werke ein Heretiker ist, halten sie ihn für einen Heretiker, schlicht und einfach, und verurteilen ihn als Heretiker. Schauen Sie sich De Romano Pontifice, Buch 2, Kapitel 30 an. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun, wenn wir einen solchen falschen Propheten, einen solchen Ketzer erkennen, eine exkommunizierte Schlange wie Jorge Bergoglio? Lassen wir es einfach gut sein? Und nehme eine ketzerische, ultramontanistische Ansicht, dass der Papst tun kann, was er will, weil er der Papst ist? Um ihn zu korrigieren, liegt über unsere Gehaltsklasse? Nein, absolut nicht. Die Vipern in der Hierarchie möchten, dass sie das denken. Auf keinen Fall. Vielmehr hat uns das dogmatische Konzil von Trient ausdrückliche Weisung gegeben, was wir mit solchen Wölfen im Schafspelz machen sollen. Zitat: Da es nicht ausreicht, die Wahrheit nur zu verkünden, es sei denn, die Irrtümer werden aufgedeckt und zurückgewiesen, hat das Heilige Konzil für gut befunden, diese Kanonen darzulegen, damit die katholische Lehre, welche bereits allen bekannt ist, das heißt uns, liebe Familie, alle, mögen auch verstehen, dass sie Irrlehren sind, vor denen sie sich schützen und die sie vermeiden sollen. Wenn sich jemand anmaßt, zu lehren, zu predigen oder hartnäckig zu behaupten oder im öffentlichen Disput das Gegenteil zu verteidigen, so sei er eo ipso durch die Sache selbst exkommuniziert. Heute haben wir ein Update. Wir haben diese alte Fabel auf den neuesten Stand gebracht. Des Kaisers neue Kleider und das heißt Bergoglios neue Kleider. Heute haben wir das Licht der Wahrheit geschienen auf ihn und nur einige von Bergoglios zerstörerischen Irrlehren aufgedeckt und zurückgewiesen. Wir sind gerade mal durch 20 von ihnen gegangen, durch die und mit denen er sich selbst exkommuniziert hat. Bergoglio hat durch das, was er gesagt und getan hat, und durch das, was er nicht gesagt und getan hat, wie der heilige Thomas von Aquin lehrt, sich von der Kirche abgespaltet. Verstehen Sie, liebe Familie, wir sind keine Schismatiker, wenn wir an dem Glaubensgut festhalten, indem wir an der unveränderten und unveränderlichen Wahrheit festhalten. Vielmehr sind es Bergoglio und seine Kumpanen, seine besten Freunde, die Schismatiker sind, die sich weit von der einen heiligen, katholischen und apostolischen Kirche abgewandt haben. Sie sind die Schismatiker, liebe Familie, nicht wir. Liebe Familie, lass die Schuppen von euren Augen fallen. Weder der Dalai Lama, noch Martin Luther, weder ein Imam, noch ein Rabbiner kann Papst sein, weil keiner von ihnen katholisch ist. Noch kann Bergoglio,
denn Bergoglio ist nicht katholisch. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort. Wieder, Sie müssen sich nicht auf mein Wort verlassen. Der heilige Robert Bellarmine, Kardinal und Doktor der Kirche, stützend auf 1500 Jahre des Glaubensgut von Heiligen und Märtyrern, wie dem heiligen Tacitius, der mit seinem Martyrium die heilige Eucharistie verteidigte, wie der heilige Karl Lavanga und seine Gefährten, die sich gegen die Homosexualität des Königs erhoben und infolgedessen gefoltert und gemartert wurden. Der heilige Robert Bellarmine, Kardinal und Doktor der Kirche, schrieb, und ich zitiere, ein Papst, der offensichtlich ein Heretiker ist, hört in sich selbst auf, Papst und Oberhaupt zu sein. Ebenso hört er auf, ein Christ und ein Glied des Leibes der Kirche zu sein und kann deshalb von der Kirche verurteilt und bestraft werden. Aber halten Sie den Atem nicht zu lang an, während Sie auf eine der 99 Vipern warten, die Bergoglio als Kardinäle benannt hat. Der Neueste, heile mich mit deinem Mund, Fernandez. Erwarten Sie nicht, dass einer seiner Kumpanen ihn rauswirft, genauso wenig wie der Sanhedrin unter Kaiphas, der sich für die Kreuzigung Jesu Christi, unseres Herrn, einsetzte. Stattdessen, liebe Familie, nutzen wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat, und erkennen, bekennen und gestehen wir, Jorge Bergoglio ist nicht der Papst, weil Jorge Bergoglio nicht katholisch ist. Er ist ein Betrüger, er ist ein Imitator, er ist eine Viper aus der Hölle. Dies ist ein Memo an Bergoglio und an alle amerikanischen Kardinäle, die Kardinal Burke verteidigten. Wenn du stirbst, und es wird nicht mehr lange dauern, und du triffst Jesus Christus, den Herrn, neben ihm wird stehen der heilige Tacitius, der heilige Karl Lavanga und der heilige Robert Bellarmine. Und sie werden den Eingang zum Himmel versperren und zusehen, wie du in die ewige Verdammnis stürzt, in die unauslöschlichen Feuer der Hölle. So hat es Jesus beschrieben. Und dazu kann ich nur sagen, aus Liebe und Sorge um sie, liebe Familie, und für die ewigen Seelen, die sie in die Irre führen. Dies kann nicht früh genug geschehen. Behaltet den Glauben, liebe Familie. Behalten Sie den Glauben. Behalten Sie den Glauben an die unveränderte und unveränderliche Wahrheit, die uns seit 2000 Jahren überliefert worden ist von Heiligen und Märtyrern, von wirklich katholischen Päpsten und Kardinälen, Doktoren der Kirche, bewahrt den Glauben, egal was passiert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.